Hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lil Plas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar befinden wir uns heute in Creative tatsächlich. Ja. Heute wieder zusammen mit Marco. Servus. Warum werde ich eigentlich immer die ganze Zeit fahren? Die Autos hier haben einfach viel zu viel Speed drauf. Ich muss ja richtig vorsichtig hier fahren. Ja, was musst du jetzt machen? Ach, du musst da drin stehen bleiben. Ja, was jetzt? Aha. Ach, man muss die ganze Zeit da jetzt stehen bleiben drin. Aha. Interessant. Müssen wir nicht noch Münzen einsammeln oder so? Ja, erreiche jeden Kontrollpunkt in Rassereiruinen und sammle Münzen in Rassereiruinen. Ja. Vor allem, der guckt nicht mal, wo die Münzen sind, die schon. Das ist ein Vorteil, den nehme ich mir gerne raus. Ich habe ehrlich gesagt jetzt noch keine einzige Münze entdeckt. Ich habe schon 2 von 8. Wobei, das hat sich gerade eben geändert. Was? Wird einfach eine gefunden. Was? Oh Junge, dieses Drehen mit den Autos geht mir auf den Zeiger. Komm schon. Komm schon. Spring da einfach drauf. Komm. Oh cool, ich mach Backflips. Während ich gerade hier die ganze Zeit auf derselben Luft. Achso, ich muss die Rampe hochjucken, Alter. Wie doof bin ich denn eigentlich? Und ab die Post. Wenn man richtig schanzen kann. Erreiche jeden Kontrollpunkt. Also 2 habe ich ja schon mal. Ja, ich auch. Jetzt stehe ich drin. Was? Du musst doch einfach nur drin stehen bleiben. Ja. Da. Aha. Hey, wo war hier eine Münze gewesen? Die ist weg. Fährt halt schon wieder falsch. Naja, egal. Da drüben, anscheinend. Komplett fail. Weit. Hui. Warum fährt mein Auto rückwärts? Weiß ich doch nicht. Warum fragst du mich? Hab nichts gemacht. Ah, ich habe schon die nächste Münze. Ey, ich hab's nicht geschafft, Mann. Das ist eine Rotze. Nein, ich hab's fast. Mann. Was so knapp oben? Manno. Ist doch easy. Ja, komm. Nein. Ja, genau. So. Nice. Münzen haben wir alle. Hä? Wie hat der denn jetzt alle Münzen angesammelt? What the? Ach. Hey. Habe ich mal was mehr als du. Das ist interessant.
Ist egal, ich brauche eh nur ein bisschen einsammeln, dann habe ich es auch. Weil bekanntermaßen, wenn ihr in solchen, keine Ahnung, Creative Dings uns meistens ja nicht so ganz. Ja, ich bin halt erfahren, nicht so Dings, ich bin erfahren heute noch nicht so richtig auf der Tour. Was mich mal interessieren würde, ist. Ich bin jetzt schon so vielen Kontrollpunkten gefahren, hab aber erst 2 von 5. So, mir fehlen nur noch 2 Münzen, wo könnten die letzten 2 sein? Ah, da hinten sehe ich doch noch eine. Nix wie hinten. Geronimo! Let's go! Wo ist die letzte? Wie kommt man denn darauf? Die letzte, die müsste doch hier irgendwo sein. Die ist da im Ring, ist ja ekelhaft, oder? Nee. Nee, das wäre ja auch zu krank gewesen, wenn das so gewesen wäre. Ich hätte mich eingeschissen. Ja, geil, ich habe alle Münzen. Ich will da auf diesen Punkt 10. Komm mal da hoch, Alter. Junge, Junge. Ey, cool, ich fahr einfach hoch. Hallo. Hallo. Anna ist beigetreten. Hallo Anna. Ich glaube, sie ist im. Wir sind im Gruppenkanal. Dann müsste sie uns ja hören. Jetzt, oder? Es hat beim ersten Mal nicht funktioniert, lol. Ich trete mal bei. Vier von fünf. Same. Ah, geil. Es fehlt noch E. E. Da müssen wir dann gleich hin, sobald das hier explodiert ist. Wow, 8% von meiner Handy-Aktualisierung. Nein. Levelaufstieg. Ja. Habe ich schon längst. Damit sind alle fertig. Hast du das eigentlich jetzt nur noch für mich gemacht, oder? Jetzt bin ich gerade komplett raus. Schon alle. Nein, ich muss denken, ich muss hier noch hoch. So, jetzt hab ich alle. Ja. Irgendwie so ganz mit dem Ball. Ah, sie fährt hier rum. Moin! Moinsen! Ach, du bist da drinnen. Ja, ich hab's mir auch gerade gewundert. Ich dachte mir so, wer fährt denn hier rum? Aber bist es nicht du gewesen, dann war es einfach Anna gewesen. Moin! Ja. Ich bin jetzt Level 171. Ja, moinsen! 131. Du 40 Level hinter mir. Ja, ja, das passt schon. Ah, nein. 20. Also, 70 Level, das werde ich ja schon noch schaffen in der Season.
Und mein W200 bringt ja eh nix. Tatsächlich habe ich null Ahnung, was ich überhaupt machen muss. Polaris, hast du jetzt eigentlich dann die Aufgabe auch fertig, oder? Nein, ich habe Dings, ich habe die eine Aufgabe, die du schon aber gemacht hast, habe ich noch nicht fertig. Die mit dem 100 Meter weit fliegen, weil mich dauernd gestern Leute mir mein Auto geklaut haben. Ein 30er. Ah. Scheiße, ein 30er, Alter. Immer nur Auto klauen. Ja, real machen. Immer nur Autos klauen, mehr können die nicht. So, wenn wir da fertig sein, dann kann man ja Battle Royale umgehen. Außer du hast noch irgendwas vor jetzt da. Eigentlich ich nicht, aber Anna muss doch noch die Aufgaben pushen. Ah ja. Ich denke auch mal als Allgemeinwohl, ne? Sind wir die großzügig? Nee. Ja, nee, ich bin aber ist zufrieden. Ja immer. Denkst, ich bin aber zufrieden. Anna, du musst hier zu dem Punkt. Hier. Komm her. Siehst du meinen Namen? Der Scheiner, ich sehe aber, wo ich hin muss. Da siehst du es? Ja. Da musst du auf den Point fangen. Du musst einfach nur auf den Point fahren. Ja, wenn ich immer irgendwie hochkommen würde. Au. Ja, Mann, ich nehme wieder jede Wand mit. Fahr doch hier nur die Rampe hoch. Hier, guck. Hier hoch, dann hier rüber. Und jetzt einfach nur abbremsen hier. Hallo, man kann sein Fahrzeug sogar heilen wollen. Das wusste ich jetzt nicht. Warten wir mal ab, bis er fertig ist. Und jetzt endet alles deine Schuld. Beschuldigt sie wieder den. Ja, ist doch so. Mann. Ey, was fällt Ihnen ein, mich einfach umzudrehen? Was soll denn das hier? Ich darf das. Nein. Doch. Nein.
Sind sie nicht. Doch. Super, was hat mir das jetzt gebracht? Wahrscheinlich gar nichts. Wahoo! Okay, ich brauch nur noch Münzen. Dann find mal schön Münzen. Da ist eine. Ich flieg hier einfach durch die halbe Map. Dieser Knopf hier, der bringt halt auch nichts. Hi Jets. Anna am Steuer, Ungeheuer. Was hast du jetzt gesagt? Ich weiß. Bap! Jetzt zeige ich hier die Blumen. Nein! Nein! Lass mich raus! Ich will hier raus! Bap! Mann! Haut halt auch die ganze, der haut euch halt die ganze Zeit ab. Komm her. Ja. Ernsthaft. Anna, da oben ist er mit, da. Bringt das überhaupt was, wenn ich ihn rab? Ja, das Fahrzeug nimmt Schaden. Lol. Kapiert. Nein. Er ist einfach gesprungen, weil er gewusst hat, dass ich komme. Vergiss es, da ist sie. Das hast du nicht richtig markiert. Und die ist einfach zu holen.
Da geht die Karre hoch. Da geht die Karre hoch. Halleluja. Hast du alle Münzen? Ja! Let's go, dann kommen wir raus. Ja, geil. Nein. Sehr gut. Ist bestimmt, warum wir noch weiter kämpfen sollten. Ja, das frage ich mich, Paradigma. Fragt Jones nach Projekt Schleifenbrecher. Was? Er hält es für vertraulich, was nicht stimmt. Deshalb erzählt er auch dauernd davon. Okay. Vielleicht sollte man ihn so richtig ausquetschen, bevor er herausfindet, was streng geheim bedeutet. Junge, was hat Jones euch eigentlich alle getan? Mein Gott, warum wird der immer so fertig gemacht, der Arme? Nur weil er vom Projekt Schleifenbrecher jetzt berichtet. Was kann er denn dafür? Der Arme, Alter. Der wird die ganze Zeit gemobbt, Alter. Was ist denn das? Ich bin bei Klombi-Skelett. Ist ja wie in der Förderschule, Alter, wo die ganzen Kinder gemobbt werden, wenn sie hässlich oder so sind oder dick. Gestern war da ja noch irgendwas mit nicht verraten oder sowas, oder? Was mit verraten? Naja, von diesen Plänen, da war ja irgendwas gestern. Also, weil... Beziehungsweise die früheren Aufgaben einfach. Und ich bin eh tot, was soll ich machen? Ich bin eh dead. Jodina, aha. Interessant. Bist du? Wo ist er? Ist in Fort Jonesy. In Fort Jonesy. Ja, weil ich mit Jones reden sollte. Ja, dann. So. Ja, da kannst du nur zu dritt hingehen. Ich merk's grad. Ja, da war auch die Rede davon gewesen. Mit Plänen und so weiter. Das waren die Pläne vom Wissenschaftler. Und das ist wahrscheinlich der Planname vom Wissenschaftler, den sie da rausgefunden haben. Deswegen quatscht Jones die ganze Zeit davon gerade. Aber Paradigma sagt, Dings hat gerade noch in ihrer Nachricht gesagt, wofür kämpft. Ihr fragt euch sicher, wofür wir halt natürlich überhaupt noch kämpfen und so weiter, damit wir nicht verlieren. Nee, ich weiß auch nicht. So war das jetzt nicht ausgemacht, Junge. Ich versuche mal irgendwie zu seiner Karte zu kommen. Ich mach mir gar keine Hoffnung, weil von da aus, wo ich bin, wo ich drüben bin, das bringt gar nichts. Höchstens Anna, du kannst dich du kannst zur Karte gehen und ich stelle mir in der Zwischenzeit zu einem Bus hin. Weil das funktioniert ja. Tick.
Ach, chillig. Also ich stehe bereit beim Bett, beim Reboot Van. Ja, logisch, logisch. Dass er angeschossen wird. Natürlich. Es war so klar. Nein. Ey, wieder back in the game, ja. Hier ist blaue Pflanze. Ah, let's go. So. In dem Moment. Oh, ein Schlüssel. Karte holen. Ach Mensch, dieser Tankstellenballon kommt mir gerade überlegen. War klar, dass ich angeschossen werde, ey. Vor allem, du wirst halt immer ihr werdet halt immer angeschossen und ich nicht. Außer gerade vorher am Anfang. Krieg ich vielleicht hier irgendwo ein Auto? Ah ne, hier ist vorne der Luftballon, kann ich hoch. Rüberfliegen. Wenn da jetzt noch Gegner sein sollten, dann fresse ich einen Besen. Ich komme gerade auf. Ernsthaft. Bei dir Gegner. So. Ja. Ich hab's gewusst. Halt auch nicht bei euch, ne? Überhaupt nicht die Bats sogar dafür.
Was? Ein heftiger Baufight ist denn da vorne schon? Das ist natürlich nicht die ultra größten Mats hier. Moin! Moin! Bin auch endlich mal da. Nach 300 Jahren gefühlt. Woher überhaupt? Hat Hit. Egal, ich würde sagen, ich versuche jetzt nochmal zu rebooten. Ja, ich passe hier einfach auf. Ja. Danke. Sorge schon einmal. Sehr gerne. Guten Tag. Guten Tag. Oh, nehme ich die Hebel. Die gönne ich mir. So schwer ihn einzukehren, oder was? Aber ausschließlich nur geguckt. Ja, ist klar. Ja? Man sieht ja nur, wie du drauf geballert hast. Aber lass was. Was denn? Hätte doch sein können, dass er dahinter hockt. Nein. Der ist so gemein von mir. Stimmt gar nicht. Sehr nett. Und damit den nächsten Meilenstein geknackt. Perfekt. Direkt erstmal die 20 von 20 Phase, was die Chromwaffen angeht, durchgemacht. Let's go. Gut, ich hab noch einen Schlüssel. Ui. Mal wieder nicht lassen, keine Steine in Ruhe zu lassen. Diejenige, die immer auf die Steine draufballert, ist eine Verrückte. Ich muss leider an meine Zuschauer heute sagen, ich kann heute nur ein Video hochladen, tatsächlich. Und ein Short am besten, weil es mir von der Zeit her nicht reicht, heute noch ein zweites Video zu produzieren. Und ja. Allgemein, also wenn man halt mal... Wenn man an einem Tag mal nur ein Video macht, ist es auch nicht weiter schlimm, weil das Ding ist halt, man muss nicht ständig zwei Videos machen. Man legt sich so zurecht, wie es am besten geht. So ist es halt. Auch wenn eher momentan Fortnite-Gameplay kommt als andere Spiele. Aber ich habe halt auch nicht für alles Zeit. Das geht rein technisch und gar nicht. Hab einer. Let's go! Direkt weggeknüppelt. Mit der Schnieper. Jo. Was haben wir hier Schönes? Nichts großartig Gutes. Oh, Slusse, ja. Das mag ich. Ein Hit hab ich ausgeteilt. Könnte gefährlich enden. Könnte auch. Mann, der eine wäre fast tot gewesen. Level 172. Schließe Kopfgeld ab. Phase 15 von 15. Jetzt. Boah.
Hm? Nein. Mann! Wurdest du gesniped? Ja. Wer hätte das erahnen können, dass das passiert? Mhm. Junge. Ich gehe lieber mal hier runter. Ich habe keinen Bock zu sterben an Fall Damage. Ja. Versuchen mich zu finishen. Jo, genau. Was für ein Hit habe ich jetzt reinbekommen? Hui. So, Bot, ihr findet mich nicht mal. Ich fühle mich irgendwie von allen Seiten gerade umzingelt. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Unsympathisch. Ist ja sowieso. Ah, ja. Ja, lol. Was soll's? Naja, Leute, dann würde ich auch an der Stelle das Video beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, diesmal kommt Teil meiner durch. Dann würde ich sagen, euch noch allen einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.